Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Wir sind wieder zurück jetzt nach diesem sehr, sehr enthüllenden Traum, was das Innere von Andreas Mahler hier angeht. Nach den 7 Jahren ist einiges passiert. Seine Ehe hat mindestens sehr stark gelitten unter dem Verlust seines Sohnes, der wohl früh verstorben ist als Kleinkind. Und das plagt ihn hier jede Nacht. Er verliert die Lebenslust, sein Verstand wird regiert von Melancholia, von der Melancholie. Aber er wacht jetzt auf und er will jetzt irgendwie zur Tat schreiten, er will anderen helfen. Das ist so seine Art, vielleicht auch mit diesem tiefen Trauma umzugehen, indem er versucht, anderen zu helfen. Und deswegen macht er sich jetzt hier in der Johannisnacht auf die Suche nach Kaspar, den er jetzt allein gelassen hat beim Fest. Das war vielleicht ein bisschen naiv. Und jetzt macht er sich auf die Suche. Und ich hoffe, dass wir ihn finden, hier halb im Nachtgewand. Also machen wir uns auf die Suche. Wir gehen jetzt erstmal, würde ich sagen, direkt ins Dorf. Das wäre so der erste Anhaltspunkt. Es geht heute Nacht einiges um. Klingt, als wären alle in die Wälder aufgebrochen. Ja, das haben sie ja... Das haben sie uns ja schon berichtet gehabt. Ich will aber trotzdem erstmal zur Almende gehen und schauen. Ob wir dort noch etwas finden oder ihn finden. Wir finden dort Otto, das ist ja spannend. Hallo Andreas, gefällt euch das Feuer? Euer Kostüm sieht aus wie ein schickes Nachthemd. Ich bin jetzt mal gespannt, weil Otto, sollte der nicht auch mit in die Wälder gehen? Wir werden das jetzt mal ignorieren. Wir sind hier, ich glaube, so nach Scherzen ist uns jetzt nicht zumute. Ich suche Kaspar, habt ihr ihn gesehen? Nein, den Jungen habe ich heute Abend nicht gesehen. Aber ein paar Leute sind in den Wald gegangen, um Kräuter zu sammeln. Vielleicht ist er mit ihm gegangen. Genießt das Fest, wenn ihr schon da seid, Andreas. Wir werden es dem Abt zeigen. Okay. Tja, das Feuer ist jetzt niedergebrannt. Ist auch eine schöne Bildsprache irgendwo. Dieses Feuer ist viel einfacher als das in Nürnberg, aber genauso schön. Ja, dann gucken wir mal. Ach so, über die Bauernhöfe komme ich ja gar nicht in den Wald, ne? Da muss ich wieder oben rumlaufen. Jetzt kenne ich mich ja schon ein bisschen aus. Müssen wir hier wieder links rum. Dann einmal hier zur Kirche hoch und dann von der Kirche in den Wald gehen. Und da sind schon die ersten Gestalten, die hier trinkend im Wald rumlungern. Ich gucke nochmal bei Adam vorbei, aber der ist nicht zu sehen hier. Okay. Ist das Eichhörnchen da? Ach nee, das ist, ich dachte gerade, das wäre irgendwie am Schlafen. Sehr irgendwie komisch gewesen. Tja, da suchen sie nach Kräutern. Wir gehen mal zum Wasserfall. Da wird hier irgendwie gerungen. Wo ist denn der verdammte Kerl? Welcher verdammte Kerl? Ich glaube, die sind alle ordentlich angetrunken. Ups. Johann, Schatz, wo bist du? Was ist das denn hier? Ist einer direkt auf eine Klappe geflogen? Ja, ich glaube, hier sind einige. Oh, 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 ja, da geht es schon richtig rund hier. Einer hat sich im Busch versteckt. Die beiden am Making Out, okay. Oh Gott, Sodom und Gomorra. Da kann man natürlich verstehen, dass die Kirche da möglicherweise was gegen hat. Gegen diese Art von... Ach, da ist er. Da ist Kaspar. Meister Andreas, was macht ihr hier draußen? Kaspar, Gott sei Dank, ich hatte mir Sorgen gemacht, als du nicht zurückkamst. Wo warst du? Ich war mit Kilian beim Feuer, aber ich hörte Getöse tiefer im Wald. Ich wollte nachsehen, was da los war. Kilian? Wer war nochmal Kilian? Ach, einer der Jungen hier, mit dem er unterwegs war, offensichtlich.
Huch! Hallo! Vater Gernot, was tut ihr hier draußen? Ich verfolgte wen von den Städtern, aber dann habe ich den verkleideten Dummkopf aus den Augen verloren. Der Wald ist verboten! Ich finde schon noch raus, wer die Gesetze bricht. Und dann exkommuniziere ich die eigenhändig. Bitte was? Was war das? Ein Schrei? Jemand schreit in der Stadt. Jetzt geht dieser Unfug aber wirklich zu weit. Ja, was stehen wir hier noch herum? Los! Wenn jemand schreit, das ist kein gutes Zeichen. Treffen am Schreien, oh Gottes Willen, Leute. Zurück zur Stadt. Huch! Diese Blumen habe ich nie zuvor gesehen. Wo mag man die gefunden haben? Wer ist dort überhaupt fortgelaufen? Kann man kaum erkennen, wer in diesen närrischen Kostümen drin steckt. Das sollten wir später überlegen. Schauen wir erstmal nach in der Stadt. Oh nein. Oh Gott, das ist Otto. Werner, ist er an der Baustelle direkt hier? Tot. Ja, leider ist er es. Otto ist erschlagen worden von diesen Steinen, wie es aussieht. Jemand löste das Seil. Die Plattform erschlug ihn. Was? Wie konnte das geschehen? Balthas und Lenhard und ich hörten großen Lärm und sind rausgelaufen, um zu sehen, was passiert war. Richtig, und dann sahen wir eine Gestalt in einem Kostüm, die vom Rathaus wegeilte. Das muss derjenige gewesen sein, der das Seil gelöst hat. Und was habt ihr während all dem gemacht, Lenhard? Ich genoss eine leichte Mahlzeit mit diesen Herren. Ah, wie schade, dass ihr mir das nicht anhängen könnt, Peter. Kaspar, seht nach, ob Otto eine Nachricht bei sich hat. Wie? Na los! Erinnert ihr euch noch daran, dass ich gesagt hatte, wie komisch das ist, dass Otto nicht mit in den Wald gegangen ist? Nein, Meister, da ist nichts. Seid ihr sicher? Was habt ihr erwartet? Ich bin nicht sicher. Mein Gott! Otto! Nein, nein! Ja! Der Abt muss ihn getötet haben! Dieses Schwein hatte schon immer etwas gegen Otto. Das wussten wir alle. Wir brauchen Antworten. Wie könnt ihr es wagen? Ich werde nicht einfach hier stehen und mich von einem Bauern einer so ruchlosen Tat beschuldigen lassen. Da haut er ab. Ihm nach! Wartet nicht! Der Abt war bei uns. Er ist unschuldig. Ja, das ist ja nun mal wahr. Schon wieder Mord, ja. Er kann Otto gar nicht getötet haben. Zumindest nicht er persönlich. Er könnte ja was eingestiehlt haben, aber Konspiration zum Mord ist ja nicht den Mord direkt ausführen. Da müssen wir ja dann unterscheiden, ne? Und das wissen wir noch gar nicht. Also, er kann Otto gar nicht getötet haben. Packt den Künstler und den Jungen. Der Sache gehen wir auf den Grund. Kaspar, lauft! Oh nein! Oh Gott, jetzt drehen sie alle durch. Zur Abtei! Oh mein Gott, jetzt müssen wir vor dem Mob hier davonlaufen. Schneller, schneller. Um Himmels Willen im Nachthemd hier. Oh Gott, es geht um unser Leben, Leute.
Brüder! Zur Bibliothek! Jetzt! Sie sind durch die Kirche gelaufen! Hier entlang! Oh mein Gott. Sie haben die Tür zugesperrt. Oh oh, oh oh. Andreas, aus dem Weg. Ottos Tod fordert nach Gerechtigkeit. Der Abt kann Otto nicht getötet haben. Er war bei uns, als wir den Leichnam gefunden haben. Das stimmt, er ist zusammen mit euch gekommen. Aber ihr wisst nicht, was er vorher getan hat, oder Andreas? Wer sonst würde Otto töten wollen? Feigling, Mörder, Andreas, aus dem Weg! Hm, wie gehen wir damit jetzt um? Sogar Jörg ist in der Meute, er müsste es doch besser wissen, ja, sagt Stefanie gerade. Oh, Leute, was antworten wir jetzt darauf? Das ist doch sozusagen, also ich würde die dritte Option wählen wollen, weil Gewalt ist hier nicht nur nicht die Lösung, sondern ich habe den Verdacht jetzt, dass hier irgendwer aus dem Hintergrund schon wieder konspiriert, um die Bauern weiter gegen die Abtei aufzubringen. Jetzt kann man natürlich sagen, das wurde vorhin auch schon im Chat angemerkt, dass Vater Gernot, heutzutage würde man sagen, er braucht eine bessere PR-Abteilung. Der kommuniziert super unglücklich, er ist ein privilegiertes, das können wir ruhig sagen, privilegiertes Arschloch, der sich nicht um die Leute kümmert. Nein, das ist alles korrekt. Aber dass der jetzt hier gelyncht werden soll mit der ganzen Abtei, überlegt euch mal, welche Folgen das regional haben wird. Da werden dann die Landesherren kommen und die werden alles abschlachten. Also ganz ehrlich, das ist ja total dämlich, das jetzt zu tun, ohne hier eine Untersuchung einzuleiten. Also mir gefällt seine Meinung genauso wenig wie dir, aber Gewalt ist hier nicht die Lösung, Peter. Keine Gnade, kommt heraus, er ist ein Monster. Wenn die Mönche nicht herauskommen, werden wir alles niederbrennen und sie dazu. Ihr seid alle völlig von Sinnen, meldet sich Gernot. Bin ich der Einzige fürs Lynchen? Na, ich weiß ja nicht, Lynchen hat ja Konsequenzen. Das ist ja jetzt ja das Problem und das sehen die natürlich jetzt alle nicht. Ich verstehe natürlich, dass dieser Mord aufgeklärt werden muss und Vater Gernot kann da ja auch beteiligt sein, das wissen wir nicht. Aber jetzt einfach übereilt irgendjemanden lynchen, das ist ja völliger Quatsch. Ich habe ja inzwischen auch immer mehr den Müller hier in Verdacht. Der mit seinem komischen, spöttischen Kommentar am Tatort, der hat sich für mich auch schon wieder direkt verdächtig gemacht. Ja, wir nehmen mal das Mittlere. Also Gernot war nicht der Einzige, der nicht mit Otto übereingestimmt hat oder ihn nicht mochte. Jemand anderes muss ihn getötet haben, denn wir waren ja bei ihm. Er selber kann es ja wirklich physisch nicht gemacht haben, das wissen wir ja. Wir müssen herausfinden, warum jemand anders ihn töten wollte. Na gut, verdammt noch eins. Ihr habt einen Tag, um herauszufinden, wer der wahre Mörder ist, Andreas. Och, nicht schon wieder so eine knappe Zeit. Sonst werden wir uns den Abt holen kommen. Andreas, ich möchte nur Gerechtigkeit für meinen Mann. Bitte, ihr müsst den Mörder finden. Ja, Eva, Otto war ein guter Mann. Ich werde nicht ruhen, bis ich seinen Mörder gefunden habe. Wir sind jetzt determiniert. Tja, und jetzt können wir unsere privaten Probleme wirklich mal komplett zur Seite legen. Denn jetzt müssen wir wirklich einen Gang zulegen hier. Die Bauern sind so überzeugt, dass Gernot Otto tötete, aber das war doch unmöglich. Ja, das Problem ist, dass Gernot und Otto einander nicht ausstehen konnten, war kein Geheimnis. Das ist so ein bisschen das Problem, warum alle jetzt sofort auf den
Gernot zu laufen. Und der hat sich ja wieder total dumm auch angestellt, dass der in dem Moment natürlich in den Wald läuft, um seine angeblichen Rechte wieder durchzusetzen. De jure, bla bla bla, darf keiner in den Wald. Das hat ihm natürlich jetzt nicht gerade... Also eigentlich rettet ihm das jetzt verfahrenstechnisch so ein bisschen den Hintern, weil es dadurch wenigstens zumindest erstmal den Anschein macht, dass er den Mord gar nicht begangen haben kann. Aber ist natürlich eine PR-mäßig wieder saumäßig dumme Aktion gewesen von ihm, sich da so gegen die Bauern zu stellen. Viele Bauern hassen den Abt und würden gern sehen, wie er ihr Leid teilt. Meister, Peter war wütend. Er gibt euch nur einen Tag, den Mörder zu finden. Warum habt ihr euch darauf überhaupt eingelassen? Letztes Mal ist es nicht gut ausgegangen, nicht wahr? Weshalb wollt ihr es nochmal versuchen? Ich bin um die Bibliothek besorgt. Alle verdienen Gerechtigkeit, Kaspar. Naja, das sind natürlich große Worte hier oben, ne? Also ich glaube nicht, dass Lienhardt Gerechtigkeit widerfahren ist. Finde ich ein bisschen sehr naiv vorschnell. Wir sind auf jeden Fall um die Bibliothek besorgt. Die ganzen Bücher, wenn das niedergebrannt wird. Ich glaube, das ist so ein schneller Gedanke, den er sofort hat. Ach ja, Moment, das hat er ernst gemeint? Also was meint ihr, wer war es? Wo sollen wir anfangen? Wir sollten Lienhardt sprechen. Er hasste die Bauern und unterstützte stets den Abt. Letztens hat er sehr lautstark in der Stadt gegen Otto angeredet. Er hat vielleicht Otto genug gehasst, um ihn zu töten. Wir sollten mit ihm reden und es herausfinden. Oder selbst wenn er Otto nicht tötete, weiß er vielleicht, wer noch ein Motiv gehabt hätte. Ja, ist jetzt die Frage. Also, ich mag solche Antwortoptionen nicht, weil sie schon von vornherein eine Linie vorgeben. Also entweder ja, wir halten ihn für schuldig oder nein, wir halten ihn nicht für schuldig. Das wissen wir doch überhaupt noch gar nicht. Also wir sollten auf jeden Fall mit ihm reden und herausfinden, ob es da Grund genug gab für ein Motiv. Oder ob er vielleicht auch etwas über andere weiß, die ein Motiv noch gehabt haben könnten. Oh, was ist mit Martin Bauer? Als wir ihn mit Otto reden sahen, schienen sie über irgendwas zu streiten. Das wirkt mir unwahrscheinlich. Martin unterstützte Otto und die Bauern. Na, aber wir sollten zumindest mit Martin sprechen, herausfinden, worüber sie stritten. Vielleicht weiß er, wer Otto ermorden wollte. Eine gute Idee. Wer noch? Jetzt sind wir so ein bisschen ratlos. Wir müssen weiter nachforschen, um den Mörder zu finden, aber wir sollten uns beeilen. Könnte der Mörder bei Vater Thomas gebeichtet haben? Tja, vielleicht schon, aber selbst wenn, ist Vater Thomas durch das Beichtgeheimnis gebunden. Er würde uns nichts sagen. Aber wir könnten einige Beichten belauschen. Die Johannisnacht war gerade, viele am Ort werden zur Beichte gehen. Stimmt, irgendwer könnte zumindest etwas gehört haben. Ein guter Ort zum Anfangen. Wir könnten auch in der Goldenen Hand herumfragen. Wer nicht mit drin steckt, dem erzählt man manches. Vielleicht wissen sie etwas, was wir übersehen haben. Was ist mit dem Menschen, der im Wald an uns vorbeirannte? Der trug diese Blume, die ich nie zuvor sah. Stimmt, die Blumen müssten wir im Wald finden. Vielleicht erlangen wir so eine Verbindung zum Mörder. Ja, ihr seht jetzt hier, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Das ist auch irgendwie interessant gemacht. Durch unseren Hintergrund ist die eine Möglichkeit ja sogar ein bisschen weitreichender als die andere. Ne, durch unsere Naturburschenfertigkeit kennen wir schon die Blume. Wir könnten aber durch unsere Kräuterkundigkeit auch jemanden finden, der weiß, wo sie wächst.
Moment, ich kenne diese Blume. Eine Sumpfringelblume, die wächst an feuchten und schattigen Plätzen im Wald. Vielleicht beim Schrein der heiligen Sazia? Der gewaltige Baum dort wäre sicher die richtige Umgebung dafür. Ein Haufen gute Möglichkeiten, eine Suche zu beginnen. Die Zeit mag knapp sein, aber unsere Chancen, den echten Mörder zu finden, stehen nicht schlecht. Na schön, an die Arbeit. Ja, jetzt haben wir sicherlich ganz, ganz viele, ich sag mal, Linien hier, wo wir gucken können. Ein weiterer Mord, ja. Ermittlungen im Mordfall Otto. Wir sollen also mit Vater Thomas sprechen, um mehr über die Beichte am Johannistag zu erfahren. Die Stadtbewohner werden kommen, um ihre Sünden zu bekennen. Außerdem sollte ich Lenhard Müller besuchen, der tief in die ganze Sache verwickelt ist. Er muss etwas wissen. Zudem kann ich in der Goldenen Hand nachfragen, was die Bergers von Einheimischen und Reisenden gehört haben. Dann muss ich noch den Wald durchsuchen, um die Blume zu finden, die der Person heruntergefallen ist, als sie an uns vorbeilief. Also die gelbe Blume, die Goldene Hand und der Müller. Ja, und eben natürlich beim Pater nachfragen. Uff, liebe Leute, was haben wir hier im Glossar noch Neues? Also es ist jetzt einiges, was wir Neues haben. Wir haben etwas über die sogenannte wilde Jagd erfahren. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist ja so eine, wahrscheinlich so eine märchenhafte Vorstellung, die noch irgendwie aus dem Heidentum stammt, aus so Folklore. Und das ist ja ein Begriff, der euch wahrscheinlich eher im Videospielkontext bekannt ist durch The Witcher. Dort gibt es ja auch die sogenannte wilde Jagd, so eine übergeordnete, metaphysische, keine Ahnung, extra sonstige Entität, die irgendwie im Hintergrund aktiv ist. Und das stammt tatsächlich teilweise aus so, ja, hier steht die germanische Folklore. In der germanischen Folklore ist die wilde Jagd eine übernatürliche Kavalkade von Geistern und Unholden, die Zerstörung, Krieg und andere Katastrophen verursachen kann, wenn sie nicht angemessen besänftigt wird. Die wilde Jagd wird oft von einer legendären Figur wie Perchta oder dem Teufel angeführt. Soweit ich weiß, ist das, ich bin mir nicht sicher, ob die wilde Jagd jetzt wirklich auf germanische Folklore begrenzt ist. Denn ich bin mir sicher, dass The Witcher ganz viel, weil das ja auch von polnischen Entwicklern stammt, die Spielereihe, dass das ganz viel auch aus dieser slawischen Folklore rausgenommen hat. Ne? Zum Beispiel diese sogenannten Mumenhexen im Wald da in The Witcher 3 oder ach, so viele Beispiele, wo irgendwie so Folklore-Elemente verarbeitet wurden in dem Spielemythos. Und das stammt nicht nur aus der germanischen Folklore, sondern allgemein, ja, slawisch, germanisch, wahrscheinlich auch keltische Ursprünge. Also Keto Ninetales sagt auch gerade, ich kenne es aus irisch-gälischen Mythen. Also das sind diese ganzen vormodernen, vorrömischen Stammeskultur-Folklore-Mythen, wenn man das mal so kombinieren will als Begriff, glaube ich, wo sowas herstammt. Aber auf jeden Fall super, super spannend. Das wollte ich hier an der Stelle nochmal erwähnt haben. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, aber jetzt zu den ganzen Glossar-Sachen noch nichts Neues. Ja, Aachen, da haben wir was zu gehört, ja. Tja. Lenhard, mit dem müssen wir sprechen. Na gut, liebe Leute, ich mache jetzt erstmal hier ein Folgenpäuschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, für die, die das jetzt auf YouTube nachschauen. Ja, jetzt nimmt das Spiel oder die Erzählung richtig Fahrt auf. Ein neuer Mord und wieder viele Möglichkeiten zum Ermitteln unter ganz, ganz knapper Zeit. Hoffentlich kriegen wir das diesmal besser hin als beim letzten Mal. Also, bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.